reason for you doing that, then that's abuse. Perhaps the most important thing to talk about is that the drug. Was Marihuana als Droge angeht. Es kann wie andere Drogen auch auf das Gehirn einwirken und Wahrnehmung, Verhalten und Reaktionszeiten verändern. Es ist zwar ein leichtes Rauschmittel, aber es berauscht. Unter Marihuana-Einfluss können also Fehler passieren. Man kann schwerfälliger werden und sollte wahrscheinlich nicht Auto fahren. Aber wenn Hunderttausende von jungen Leuten allein für den Besitz verhaftet werden, ist das politisch wie moralisch falsch. Dann ist das Gesetz eine größere Gefahr als die Droge selbst. Eines der wenigen Länder, das sich gegen die Prohibition von Marihuana gestellt hat, ist Holland. Die Hanffaserindustrie wurde hier vom Staat wiederbelebt. Umgerechnet über 150 Millionen Schilling wurden in die Entwicklung von drogenfreien Hanfsorten investiert. Mit europaweit einzigartiger Toleranz sieht man hier auch den heimachenden Hanf. Der Krieg gegen Drogen ist nicht zu gewinnen. Unsere Politik ist, Drogenkonsumenten nicht zu kriminalisieren, besonders nicht die Nutzer von weichen Drogen. Durch die Legalisierung von weichen Drogen ist der Verbrauch in Holland kein bisschen angestiegen. Daran sieht man, dass Politiker das Drogenproblem schlicht überschätzen. Auf der Suche nach Alternativen für die holländische Landwirtschaft haben sich auch 40 Wissenschaftler 3 Jahre lang ganz dem Hanf gewidmet. Ich bin wirklich sehr begeistert von Hanf. Diese uralte Nutzpflanze ist völlig zu Unrecht untergegangen. Deshalb bin ich jetzt richtig stolz, an ihrem Comeback mitzuarbeiten. Die Samen enthalten Öl und Proteine, also hochwertige Nahrungsmittel für Mensch und für Tier. Als ich vor kurzem im Hanfforschungsinstitut der Ukraine war, gab es zum Beispiel Hanföl als Salatdressing. Auch industriell, etwa als Trockenmittel bei der Herstellung von Farbe, kann es vielfach verwendet werden. Die größten Marktchancen fanden die Holländer aber in der Papierproduktion aus Hanf. Sie verarbeiten ihn mit verschiedenen Methoden zu Brei. Hier kommt die Rohfaser in eine Mühle, wo Hitze und Druck sie zu Fasermasse pulverisieren. Dann wird die Faser mit Wasser gemixt. Wenn das Wasser trocknet, verbinden sich die Fasern zu einem Blatt Hanfpapier. Doch damit ist das Potenzial des Krauts nicht erschöpft. Alles, was Holzfasern enthält, kann auch aus Hanffasern hergestellt werden. Von Pappe bis Zeitungen, von Kosmetiktüchern bis Bibelpapier. Und das immer wieder. Beeindruckende 70% des Altpapiers werden in Holland recycelt. Nur, je mehr Papier wiederverwertet wird, desto schwächer wird das Endprodukt. Die robuste Hanffaser bringt die ideale Verstärkung ins Recyclingpapier und füllt eine Marktlücke, in der jährlich Milliarden Dollar stecken. Am anderen Ende der Welt in Tasmanien, dem südlichsten Anhängsel Australiens. Hier schaut sich eine Sägemüllers Tochter dem Wald zuliebe ebenfalls nach einer Alternative zu Papier aus Bäumen um. Wenn mein Vater im Wald Bäume fällte, blieb alles intakt. Man konnte nicht sehen, wo gefällt war. Das Unterholz blieb genauso am Leben wie die Tiere. Aus Liebe zum Wald fing ich also an zu experimentieren. Als erstes stellte ich einigermaßen schockiert fest, dass Holz absolut nicht das beste Rohmaterial für Papier ist. Das wird es nur durch haufenweise Energie und Chemikalien. Aber von seiner natürlichen Faser her taugt es dafür nicht. Die besten Naturfasern sind einjährige Pflanzen wie Flachs und vor allem Hanf. Und
unglaublich, dass jemand eine Pflanze verdammen konnte, die sich von Natur aus so wunderbar für tausend Sachen eignet. Mit dieser letzten von drei genehmigten Versuchsernten muss Hanf sich als würdiger Holzersatz in Tasmaniens riesiger Papierfaserindustrie bewähren. Trotz seines lächerlich geringen THC-Gehalts bestand die Drogenbehörde auf einer Vernichtung der Blüten, damit niemand mit dem Schein Marihuana illegale Geschäfte machen kann. Ein Teil der Ernte wandert nach Australien, ins Forschungslabor der größten Zeitungspapiermühle im Känguruland. Hier werden über eine halbe Million Tonnen Bäume jährlich zermahlen. Aber das ist nur ein Bruchteil der 9 Millionen Tonnen, die Australien jährlich für Papier und Holzfasern fällt. Das Holz in diesem Lager reicht gerade für das morgige Zeitungspapier der 17 Millionen Australier. Wegen der öffentlichen Empörung über die Abholzung alter Wälder ist die Papiermühle kürzlich auf Holzplantagenwirtschaft umgestiegen. Aber das schnell wachsende Kiefern- und Eukalyptusholz braucht eine stärkere Faser, damit es brauchbares Papier ergibt. Die Firma importiert deshalb für jährlich 20 Millionen Dollar Fichtenfasern. Die müssen wir dem Zeitungspapier beigeben, damit man es handhaben kann. Hanf kann zu dieser nötigen Verstärkung beitragen, aber dazu braucht es eine spezielle Behandlung und neue Geräte, also billig wird das nicht. Obwohl die Papiermühle ein beträchtliches Interesse an der neuen Ökofaser hat, steckt ihre Entwicklungsarbeit noch in den Kinderschuhen. Das kurzfristige Problem des Hanf ist, die Weltmarktpreise für Papierfaser werden gegenwärtig unnatürlich niedrig gehalten, was einen Wettbewerb schwierig macht. Viele abgeholzte Wälder können ohne Aufforstung nicht nachwachsen. Natürliche Wälder abzuholzen und sie durch nichts, bestenfalls durch Plantagen zu ersetzen, ist eine billige Rohstoffbeschaffung auf Kosten der Natur. Wenn man die Umweltschäden mitrechnet, dann sind die gegenwärtigen Preise für Holz und Holzfaser viel zu niedrig. Nicht eingerechnet werden auch die Umweltschäden durch Chemikalien. Auch da kommt Hanffaser mit weit weniger aus als Holzfaser. Solche Umweltvorteile müssen bei der Vermarktung von Hanfprodukten im Vordergrund stehen. Wir müssen die Käufer davon überzeugen, dass Hanfpapier mehr Geld wert ist, weil es weniger schädlich ist. Genau das hat ein britischer Drucker getan und damit einen boomenden Markt für baumfreies Papier eröffnet. Er hat mehr Kunden als Ware, denn Cannabisfaser ist auf dem Weltmarkt knapp. Es war gar nicht einfach, überhaupt eine Quelle für Hanffaser zu finden. Es gibt sehr wenige Anbieter und wir haben erst 1991 jemanden gefunden, der uns beliefern kann. Seitdem machen wir Partien von 5 Tonnen auf einen Schlag. Dafür war der Markt sofort da. Die Leute sehen die Qualität unseres Papiers und sagen, es ist das derzeit beste Hanfpapier der Welt. Für dieses Jahr haben wir uns die gesamte britische Faserhanfernte gesichert und werden so um die 2000 Tonnen Hanfpapier machen. Im amerikanischen Bundesstaat Oregon gibt es sowohl einige der größten Rotholzwälder als auch einige der größten Holzschnitzel- und Fasermühlen der USA. Der Besitzer des größten Holzlagers im Staat steht voll auf Hanf. Nicht nur als Papier, sondern auch als alternativer Rohstoff für die Massivbauindustrie. Wir sind seit vielen Jahren in der Holzindustrie und wir fressen buchstäblich Millionen.